Das muss ich euch schon noch sagen. 3 Stunden bevor der Match losgegangen ist, war der Mann aus Deutschland schon da. Wie ein Schulbub vor dem ersten Schultag. Passt. So bist du mir vorgekommen. Jetzt willst du mich zweimal foppen hier mit Schweizerdeutsch erstmal und meinst, ich verstehe das nicht. Und wie ein Schulbub komme ich nicht. Ich komme immer so früh, um mich anständig vorzubereiten, mein Freund. Aber du warst auch schon da. Ja, das stimmt. Also, das merkt man dir auch an. Und was man dir auch angemerkt hat, du warst beeindruckt gewesen, das ganze Spiel hindurch und auch jetzt ob der Intensität von dem Match. Es war unglaublich intensiv, diese Partie, auf unglaublichem Tempo. Ich habe dir gerade noch gesagt, das Ding war hier in genau 2 Stunden durch. Also im ersten Drittel, glaube ich, 4 Unterbrechungen. Die Geschwindigkeit ist Wahnsinn. Und ich hätte so viele Geschichten zu erzählen immer, aber man kommt ja zu nichts bei der Spielgeschwindigkeit. Gut, aber das Wichtigste ist, er hat auch viele Geschichten gehabt am Dienstag. Das hat er mir eben auch verraten vor dem Match. Am Dienstag hast du auch ganz viele Geschichten gehabt und die sind dann irgendwann ausgeschossen gewesen. Ja, das gibt es tatsächlich auch. Man hat mal so ein Spiel und ich hatte unter der Woche tatsächlich in Deutschland ein Spiel, bei dem ich am Schluss kapitulieren musste und gesagt habe, zu diesem Spiel gibt es jetzt nichts mehr zu sagen, 7 Minuten vor Schluss. Das gibt es auch, aber solche Spiele hier sind mir natürlich 1000-mal lieber, weil da ist echt Action drin, Geschwindigkeit, Härte, tolles Spiel hier. Soll uns auch recht sein, wenn es in der Schweiz so abgeht und in Deutschland vielleicht ab und zu nicht. Danke vielmals, was ich will.